Hallo zusammen, willkommen zurück bei Black Tree Gaming. Heute mit Achim und Phil. Hallöchen. Hallöchen. Ja, letzte Folge haben wir unsere Lebensmittel aufgestockt. Wir haben ein paar Vorräte im Rucksack. Jetzt machen wir uns auf ostwärts, um vielleicht doch noch irgendwie ein schönes kleines Lager zu finden. Phil trinkt noch mal ein bisschen was aus der Kokosnuss. Ja, lecker. So. Und auf geht's. Und auf Wir haben geht's. gesagt, wir gehen ostwärts. Unserer Nase nach. Da schauen wir nochmal auf die Karte. Genau. Gehen wir erstmal ein bisschen an dem Bach entlang. Gehen wir nach oben oder? Nach Osten. Ja, Also. aber gehen wir jetzt am Fluss entlang und dann nach Osten. Oder wie? Ja, ich würde erst nach Osten gehen. Ja, genau. okay. Gehen wir mal hier was sammeln hier zwischendrin. Ich gedacht, wir wollen gehen und nicht sammeln. Wenn wir unterwegs ein Viech finden, sagen wir das dann. Ja, ich würde mich jetzt nicht wahnsinnig ablenken lassen, schon ja. Muss man gerade untersuchen. Oh, ich auch, stimmt. Aber noch gar nicht aber aufgepasst. Na, ja, ein paar Blutegel hier. Oh, Jaguar. Anderes Flussufer. Nee, das ist so ein Wildschwein. So ein Ach so. Mist. Beide aber. Ja komm, zieh mal weiter, wir haben ja ein bisschen Vorräte. Renn wieder weg! Nein, nicht mit meinem Stab wegrennen! Ja, da ist noch eine Kokosnuss. Ja komm, ich knackse. Was machst du? Ja, ich mach komm. Oh, da ist eine Schlange direkt hinter dir. Oh. Bin gerade am Herstellen. Moment. Ach, toll, jetzt ist mein Speer direkt vor der Schlange gelandet. Nein, war es nicht. Nee. So, jetzt. Aber deine Axt hat mich gerettet. Das war auch haarscharf, du. Hast du eine Klinge zufällig? Ja, hab ich. Ja, du musst weggucken, sonst geht's nicht dran. Also, ich guck nicht hin. Das kann man nicht mit ansehen, das kann man nie mit ansehen. Okay. So, jetzt gehen wir mal weiter, sonst kommen wir nicht vorwärts. Lass uns zu leicht ablenken. Wie machen wir es jetzt? Laufen wir einfach am Fluss entlang, oder was? Da ist zumindest ein Stück weit. Ja, also und dann weiter ins Land. Wenn wir jetzt weiter nach Osten gehen, müssen wir jetzt ein bisschen vom Fluss jetzt abweichen. Der Fluss geht jetzt auch nicht mehr so lang. Also, jetzt da gehen wir mal hier. Da ist der Jaguar. Oder der, ja. Hui, Jaguar? Weg. Ja, auf der anderen Seite ist ein Jaguar. Auf der anderen Seite. So. Du wolltest mir jetzt nur die Bananen klauen, du Sau. Nein, war kein Ablenkungsmanöver. Doch, das war. Ich kenn dich. Oh, Einwohner, schnell! Weg! Siehst du? Ja. Wo bist du? Hauen wir ab oder was machen wir? Ja. Ich bin jetzt mal zum Schluss. Hallo!
Ich bin. Getötet durch Schnitt. Toll. Das ist eine tolle Expedition. Verdammter Scheiß. Lebst du noch? Noch. Jetzt bin ich auch tot. Ach, verdammt. Dann warte ich jetzt mal kurz, bis du da bist. Schön alles aufgebaut mit Vorräte und so weiter. Ja, das liegt ja halt aber da. Wir müssen nur gucken, dass wir die irgendwie. Ja gut, bis wir wieder dort sind. Oh, da ist er! Da ist er schon! Was ist er schon? Da muss ich schon. Haust du dich jetzt mit dem? Ja, das kann er nicht wegrennen. Ich hab halt nichts zu mich wehren. Oh, er schießt mit Pfeil. Oh, der Sack. Der hat mich vergiftet mit dem Pfeil. Oder mit oder geworfen. Das fängt ja super an. Eben, jetzt rennen sie da direkt vor der Hütte da rum und ich habe nicht meine Waffe. Ja, ich auch nicht. Ich bin jetzt auf die andere Flussseite mal geschwommen. Das ist meine Idee. Also über das Wasser laufen sie schon mal nicht. Glück gehabt. Hier ist eine Schildkröte. Ah, ich habe aber nichts mehr. Ja, bleib schon mal bei der Schildkröte, ich suche mal Steine. Aber wir können jetzt rein theoretisch da drüber rüber schwimmen wieder und auf die andere Seite in dieses Tal, wo wir gerade entlang gelaufen sind, um unsere Sachen wieder zu holen, oder? Haben die sich jetzt gerade auf den Holzstücken aufgeflockt? Ich weiß nicht, die Touren da drauf rum. Ach, die Schildkröte wäre schon geil. Der Panzer, da ist ordentlich Platz drin, weißt du? Naja, das ist schon. Hast du Werkzeug oder? Ich hab. Holz habe ich, aber weder Seil noch Steine. Ich hab auch nichts. Ich hab gar nichts mehr, ich bin total leer. Beziehungsweise soll ich mal gucken, ob ich rüberkomme, unser Werkzeug wieder zu holen. Ja. Ja gut, mein Zeug liegt halt auch alles rum. Kannst ja nicht alles nehmen. Nein, aber Teil zumindest. Ja, probier mal. Heißt, ja, soll ich jetzt die Schildkröte die im Auge behalten? Ja, behalt du sie im Auge, ich. Okay. Ich geh zumindest zu meinem Platz zurück, weißt du? Wenn ich gestorben bin. Schön Verbände alles. Du läufst jetzt halt voll in den Wald. Ja, ich finde dich schon. Boah, dass die Einwohner da jetzt kommen mussten, das nervt mich jetzt sowas von. Wie aggressiv sie auch gleich war, gell? Ja.
Ja, ich habe wieder getrappelt in meiner Nähe. Ich renn mal übers Wasser. Ja, vielleicht ist ja der ganze Stamm da in der Nähe. Ja, kann sein. Da war schon der welche hinter mir her, aber übers Wasser kommen sie irgendwie nicht. Können wohl nicht schwimmen, die Lappen. Da gib schon mal deine Position durch. Ja, ich bin praktisch an der gleichen Stelle, wo die nur im Wald nach oben. Ah, seh dich, ja. Hast du dein Zeug jetzt gekriegt? Zum Großteil. So, muss ich draufhauen, oder was? Draufhauen? Und dann gleich mit der Klinge schneiden. So, Klinge habe ich gar keinen. Jetzt hat sie sich eingezogen, jetzt muss ich mit der Klinge. Ja, brauche ich eine. Seid ihr wieder weg, die Sau. Naja. Ist okay, wenn ich mal mein Zeug holen würde? Ja, klar. Ich bleibe es halt hier. Ja, bleib hier. Ich bin schon wieder todmüde. Boah, jetzt rennen sie da hinten wieder rum. Ja, die sehen dort. Also, ich weiß nicht, ob du dein Zeug überhaupt wieder kriegst. Der sieht mich und rennt mir hinterher, deswegen. Ja klar, da ist noch einer. Verdammt. Ja. Jetzt mal wenigstens Stock gefunden hier. Ja, Stock und ein bisschen Stein hab ich noch. Seile mal wieder. Das war eine kurze Expedition. Das war eine sehr kurze Expedition. Kokosnussflasche wäre nicht schlecht, dass du eine kriegst. Ja. Steht immer noch einer bei uns am Camp. Ja, die rennen die ganze Ding da entlang. Ja, ich sag, geh mal zurück. Brauche ich jetzt? Jetzt brauche ich Steine. Ja, ich habe noch eine Schildkröte gefangen jetzt. Also da ist zwei Schildkrötenpanzer. Ah, super. Ah, schon mal. Wasserversorgung ist deutlich einfacher. Muss man ja irgendwie einen Stein finden. Stein hätte ich. Hast du genug, oder? Wenn du das sage. Da hinten habe ich auch Verpflegung. Molinera da, die Pflanze da unten. Okay. Aber ich kann da nichts verkloppen. So. Also Verbände habe ich jetzt auch noch ein paar. Ah, okay. Drei Wo Stück. Bist du? Ah, da unten sehe ich dich. Ich komm. So, hier nimmst du den zweiten Schildkrötepanzer, dann hat jeder einen. Jupp. Ist da schon mal trinken drin? Och, geil. Ah, verdammt. Brauchst du Wasser oder was? Ja. Komm, ich hab dir hier meine Flasche. Warte, da ist da was drin, oder? Ah, ne. Sieht nur so aus.
Kann ich leer trinken oder brauchst du es Ja, seine einzige? klar. Es ist meine einzige, aber ich habe jetzt gerade getrunken. Ja, okay. Hast du mir einen Stein kurz? Ja. Oder Und zwei ich habe halt, jetzt dass ich eine Axt mal bauen kann? zweimal Schildkrötenfleisch. Das heißt, wir sollten vielleicht irgendwie ein Lagerfeuer aufbauen, dass wir das braten können. So schnelles kleines Lagerfeuerchen. Ich habe genug Stöcke. Ja, Stöcke habe ich auch und Liane habe ich auch voll. Also das habe ich gerade alles Sollen wir zusammen. dann gerade hier schnell ein kurzes Lagerfeuer machen? Jo. Seit Kacke, wenn es halt wieder anfängt mit Regnen, ist halt wieder aus. Ja, was hat jetzt gerade? Vielleicht hält es ja jetzt kurz. Warte mal, du machst noch kein Ding, oder? Warte. Ah, ich habe nichts Trockenes genommen. Stehen immer noch da drüben, gell, die Schweine. Ja. Ich brauche erst So. was zum Anzünden, Phil. Ach so, Weißt du? ah, okay. Zu dem her. Also, das Zeug hält jetzt auch noch 19 Stunden. Ja, Aber okay. vielleicht uns erst ein bisschen bewegen. Gucken wir Ja. halt mal die Insel hier an. Vielleicht ist da ja was. Also gar nicht mal aus den. Bambusstücke, langer Bambus. Okay, das gibt immer langer Bambus. Dieses Ding. Also solche Fältchen hier, wo so vier so Bambusdinger stehen. Achso, du bist schon weiter. Es gibt immer langer Bambus. Okay. Also ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, glaube ich, Bambus rausgekriegt aus einem so einem Ding. Okay. Muss man sich dann überlegen, wenn man noch mal was baut oder so, ob man dann vielleicht mit Bambus irgendwie das eher macht. Ja, also wenn wir hier sind, hier ist der Bambusüberfluss, habe ich so das Gefühl. Ja. Ich habe noch einen Vogel. Gut. Arim, ich habe ihn, glaube ich, verloren. Ja, ist die Fläche hier ist groß. Gucken wir uns kurz um und dann mittels der Uhr können wir ja Position bestimmen. Oder? Vielleicht finden wir irgendwas Interessantes. Oh, ich glaube, ich habe was. Hier ist ein Camp. Wo bist du? Oh ja, hier sind Kokosnüsse. Kokosnüsse liegen ganz hoch. 52, 17. Ich bin ganz in deiner Nähe. Hier ist sogar Wasser, ein Lagerfeuer, Bambus liegt hier rum. Hier ist ein Boot. Was 52,17? Ich bin 52,16, also muss ich Richtung Süden. Schlaf gleich ein. Ich sehe dich schon. Ja, ich auch. Oh ja, hier war schon mal was. Wasserschalen raus. Ja. Da liegt noch eine Kokosnuss, die habe ich dir liegen lassen. Kannst du Wo? das Fleisch noch? Ah, da, ja. Links vor dir. Ja, gut, die baue ich mir, bauen wir jetzt als Ding, oder? So. Als ne, Flasche habe ich dir. Ah, ja, ich habe auch noch eine, aber ob man nicht zwei, dass jeder zwei hat. Oder? Ah, hast du zwei oder eine? Eine. Ich habe jetzt auch eine. Also, dass zumindest jeder eine hat. Ja, okay. So.
Hier wären noch zwei Kokosschale übrig, falls du noch welche brauchst. Ja, ich habe zwei eingepackt. Ja, wenn du vier hast, dann weißt du, dann kannst du deine Flasche eine Fackel? mit auf. Ja, da liegt. In der Lagerfeuer hast du das hingebaut, oder? Nein, nein. Okay. Aber das könnte man jetzt schnell nutzen. Wenn man, ja, da ist eine Trocken, da ist eine Trockenstelle. Bambusräuchergestell, okay. Ja, da dann Blätter drauf. Ja. Da liegt auch Bambuszeug hier rum, schon klein. Ich geb gleich um. Aber na, Bett bauen ist jetzt Schwachsinn. Hast du was im Trocknen? Ja, oder? Ich versuche gerade Blätter zu drucken, aber irgendwie will es nicht so, wie ich meine. Also das ab. Gestell nimmt es nicht an. Mal ein Bananenblatt. Aber das, da steht auch Räuchergestell, oder? Ja, da steht Räuchergestell. Da kannst du Fisch oder so. Weiß zwar nicht, wie das funktionieren soll, aber. Gut. Meinst du, wir können uns hier schnell einen Unterstand bauen? Dass wir uns ein bisschen erholen hier? Können wir machen. Kleines ein Bambusunterstand. Bambusunterstand, ja. Ich guck gerade mal im Tagebuch, Moment. Bambusrahmen. Viermal Bambusscheit, viermal langer Stock, viermal Seil. Platziere schon mal. Willst du nicht so einen kleinen Unterstand nur bauen? So ein kleiner. Ich brauche halt so ein. So? So ein Rahmen, oder? Weiß nicht, ob das reicht. Ja, wie meinst du, reicht? Das Ganze. Übers Feuer, dass man. Bin umgepennt. Feuer, umgeflogen. Achso, sowas meinst du. Achso, ja. Genau. Oder wir machen jetzt halt Feuer auf gut Glück an und hoffen, dass es da nicht reinregnet. Dass wir dann bald weitergehen. Ja, komm, dann gucken wir lieber, ob wir erstmal wieder in unser Camp können da runter. Ob die weg sind da, wenn wir gepennt haben oder so. Können wir auch machen. Oder? Jo. Sollen wir uns dann ein Bett bauen, oder? Ach, nee, das lohnt sich ja fast nicht, oder? Wenn wir jetzt einfach kurz pennen. Okay. Nehmen wir die Fackel mit. Ja. Aber was Trockenes haben wir jetzt halt nicht, außer wir finden jetzt noch irgendwie schnell einen. Nee, eben. Aber dann fängt es wahrscheinlich gleich an zu regnen. Typisch für unser Glück in der Folge. Komm, jetzt legen wir uns hin, schlafen. Ich stelle noch meinen Schildkrötenpanzer raus, dass falls es regnet. Dann würde ich jetzt einfach eine Runde schlafen. Bin eigentlich auch schon fast platt. Ja. Hunger. Hungry. Kannst du losgehen? Jo. Eieiei. Das ist ganz laut sagen. Das lief ja nicht so toll. Okay. Jo. Also, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Wir werden jetzt mal gucken, dass wir wieder in unser Camp zurückkommen. Die Expedition ging ja total in die Hose.
Ihr wisst Bescheid. Liken, Kommentar, Daumen, Glocke, alles was ihr wollt. Ihr wisst Bescheid. Ich danke euch und wir sagen Dankeschön. Ciao. Tschüssle.